Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Woche-Analyse für die Kalenderwoche 18 und zwar für die Handelstage vom 29.04. bis 3.05.2019. Mein Name ist Markus Klebe, wir sind wie gewohnt auf dem Kanal von JFD und wir wollen uns natürlich auch wie gewohnt hier den Märkten DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold widmen. Ein wenig schauen, was ist in der vergangenen Handelswoche passiert. Die Indizes ja nach wie vor sehr, sehr stark und vor allem, was könnte jetzt in der kommenden Handelswoche passieren? Welche Widerstände und Unterstützungen sollten gegebenenfalls eine tragende Rolle spielen? Gerade im S&P werden wir darüber sprechen. Wir haben hier doch tatsächlich auf Allzeithochniveau geschlossen und müssen jetzt mal so ein bisschen darüber sprechen, wo sind denn neue Ziele, wenn wir da noch nie waren? Wie kann man denn hier gegebenenfalls realistische Ziele ableiten? All das werden wir natürlich tun jetzt hier in der Trading-Wochen-Analyse. Bevor wir das tun, wie gewohnt, erstmal ganz kurz der Blick auf den Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading und zu euren eigenen Analysen. Wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbank.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Bevor wir erstmal durchstarten, der Blick hier auf den YouTube-Kanal, da wo wir natürlich jetzt hier auch gerade sind, zumindest die meisten hören natürlich diese Analyse jetzt hier auf dem YouTube-Kanal von JFD und ihr habt die Möglichkeit hier unterhalb des Videos zum einen diesem Video einen Daumen hoch zu geben. Das würde mich freuen, beziehungsweise freut das natürlich YouTube, um hier natürlich den Kanal auch weiter für euch nach vorne zu bringen. Also bitte hier gerne einen Daumen nach oben und ihr habt dann darunter unter diesem Video die Möglichkeit, hier auf diesen Button Show More bzw. mehr Anzeigen zu gehen. Darunter habt ihr die aufgelisteten Märkte, über die ich hier spreche. Dahinter entsprechend dann eine Zeitangabe. Und wenn ihr auf diese Zeitangabe klickt, dann kommt ihr im Video direkt zu dem Markt, zu der Analyse des Marktes. Also wenn ihr euch hier zum Beispiel den DAX und S&P nicht anhören wollt, sondern zum Beispiel nur den Euro oder die Analyse zum Gold, dann könnt ihr hier entsprechend hinter dem Markt auf die Zeitangabe klicken und ihr kommt in der Analyse direkt dorthin. Wir schauen auf den Wirtschaftszahlenkalender für die kommende Handelswoche, beziehungsweise vielleicht als allererstes erstmal ganz kurz auf den Handelskalender der Eurex. Warum die Eurex? Wir sind ja hier im CFD-Bereich. An der Eurex werden ja hauptsächlich Derivate gehandelt, aber mir geht es hier grundsätzlich darum, wir haben ja mal wieder einen Feiertag. Wir hatten ja jetzt kürzlich erst Ostern mit Feiertagen, mit Börsenfeiertagen und wir haben jetzt wieder einen Mai, den 1. Mai und am 1. Mai ist ebenfalls ein Börsenfeiertag. Man findet das zum Beispiel auf dem Handelskalender oder in dem Handelskalender der Eurex, denn im Eurex, der Eurex werden ja dann entsprechend auch Futures gehandelt, DAX-Future zum Beispiel etc. pp. Man könnte hier natürlich auch entsprechend an der Xetra-Börse in Frankfurt schauen und dort wird man auch sehen, dass hier entsprechend ein Feiertag ist, nicht gehandelt wird. Somit wird hier alles, was in Deutschland gehandelt wird, am 1. Mai wieder einmal Trading-Pause haben, ähnlich wie es dann zu Ostern war. Das jetzt erstmal dazu, also nicht wundern, wenn hier am Mittwoch, am kommenden Mittwoch kein Handel so richtig stattfindet, aber der Handel in den USA findet wie gewohnt statt. Wir schauen mal auf den Wirtschaftszahlenkalender für die kommende Handelswoche, schieben den nochmal so ein kleines bisschen nach unten, müssen hier schauen, da kommt eine ganze Menge raus, müssen allerdings so ein bisschen selektieren. Wir haben zum einen natürlich sehr, sehr wichtig Zinsentscheidungen in den vergangenen Monaten, fast Jahren, waren grundsätzlich immer wichtig. Deswegen schauen wir da auch als allererstes drauf. Am Mittwoch, zum 1. Mai, wo hier bei uns Feiertag ist, wird in den USA die Zinsentscheidung stattfinden. Der Fed, es wird damit gerechnet, dass die Zinsen nicht nennenswert angehoben werden, aber viel interessanter wird es dann um 20.30 Uhr, also am Abend mit dem FOMC-Pressekonferenz, beziehungsweise mit der FOMC-Pressekonferenz hier, wird nochmal so ein wenig auch zwischen den Zeilen, muss man hier so ein bisschen interpretieren und es kann sein, dass sich aufgrund dessen dann entsprechend S&P, Dow Jones, Euro, US-Dollar und so weiter ein wenig bewegen. Und noch viel wichtiger ist es, wenn hier mit der Fed-Zinsentscheidung wirklich irgendwas gesagt wird oder wieder erwartend sogar eine Zinsveränderung stattfindet, gehen wir mal zum Beispiel von einem Extrem aus, was keiner eigentlich so wirklich aktuell erwartet. Die Zinsen werden zum Beispiel gesenkt in den USA. Das kann durchaus dann dazu führen, dass natürlich die US-Märkte enorme Sprünge vollziehen. Ja, klar, das kann passieren. Die Richtung sei erstmal dahingestellt. Es kann sein, dass wirklich der Markt stark nach oben geht, stark nach unten geht und somit dann der DAX am Donnerstag, wenn der Handel wieder startet, entsprechend mit einem etwas größeren Gap in den Markt rein
reinkommt. Somit sollte man hier gerade mit diesem Feiertag dann in den USA Verzinsentscheidung mit offenen Positionen im DAX bzw. in den deutschen Märkten, wer hier auch deutsche Aktien handelt, ist das ähnlich, wobei Einzelaktien jetzt nicht so sehr stark auf die Verzinsentscheidung reagieren. Also das ist hier erstmal bezüglich des 1. Mai so der wichtigste Punkt für die kommende Handelswoche. Und dann haben wir zusätzlich natürlich nochmal zum Freitag Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, die Non-Farm-Payrolls, die natürlich grundsätzlich immer wichtig sind. Zum letzten Mal war ich zum Live-Trading auf der Invest und wir sind davon ausgegangen, dass diese Non-Farm-Payrolls eventuell etwas Bewegung in die Märkte bringen könnten, da der letzte erste Freitag des Monats, beziehungsweise war es glaube ich der zweite Freitag sogar des Monats, eben ja recht ruhig war, aber selbst die Non-Farm-Payrolls haben da nicht so richtig Schwung reingebracht. Dafür das vorletzte Mal war es umso doller, also 14.30 Uhr am Freitag, Non-Farm-Payrolls definitiv aufpassen, ISM nicht verarbeitendes Gewerbe, dann auch nochmal um 16 Uhr am Freitag, auch nicht ganz so unwichtig, aber jetzt nicht ganz so wichtig wie die Non-Farm-Payrolls. Freitag 11 Uhr Verbraucherpreisindex aus der Eurozone, in meinen Augen nicht ganz so wichtig. Bank of England Donnerstag 13 Uhr Zinsentscheidung, für uns jetzt auch nicht ganz so wichtig. Britischer Pfund, ja klar, muss man drauf achten, definitiv. Und wir gehen jetzt weiter nach oben, wir haben dann am Mittwoch nochmal 1. Mai, 16 Uhr ISM verarbeitendes Gewerbe. Wie gesagt, auch nicht so der treibende Kern und am Dienstag dann aus der Eurozone, wie gesagt, Bruttoinlandsprodukt, 14 Uhr harmonisierter Verbraucherpreisindex. Das sind so Dinge, wo man vorsichtig mal drauf schaut. Also da wirklich, wie gesagt, der 1. Mai ist hier so ein wichtiger Tag für die kommende Handelswoche, da sollte man auf jeden Fall drauf schauen. Blicken wir auf den DAX. Es bleibt gar nicht viel zu sagen. Man muss es wirklich ganz eindeutig sagen, der Markt ist klar weiter aufwärts tendieren. Und wir hatten auch in der vergangenen Handelswoche primär natürlich Aufwärtsszenarien aufgebaut, auch wenn wir zwischendurch mal so ein wenig, ja, es war nicht mal, klar, es war eine Konsolidierung, der Markt kam mal so minimal nach unten, aber wenn man sich hier die große oder das große Bild anschaut, und das haben wir ja jetzt hier erstmal am Anfang der Analyse, ja, dann sind wir hier wirklich kleine Konsolidierung vor ein paar Wochen und dann geht es hier auch in der vergangenen Handelswoche wirklich extrem sauber gen Norden, 3,76 hier aktuell als ein Bereich, der jetzt hier in etwa angelaufen wurde mit den Hochs und wir können darüber, brauchen darüber nicht diskutieren, dass das natürlich extrem sauber im Aufwärtstrend ist und wir somit auch für die kommende Handelswoche definitiv erstmal weiterhin von der Aufwärtsseite ausgehen sollten. Und das muss man uns natürlich jetzt etwas detaillierter anschauen. Übergeordnet, der große Trend, da brauchen wir gar nicht länger drauf rumhacken, der ist sauber weiter aufwärts. Und wir haben hier auch im Chart ein paar nächste Widerstandsbereiche, über die werden wir jetzt gleich sprechen. Und es kommen dann auch in dem Bereich um die Marke ganz knapp unterhalb von 400 und dann auch oberhalb von 400 so ein paar offene Gaps, die hier noch aus dieser Reise nach unten offen sind. Ich sage jetzt mal ganz sporadisch aus solch Bewegungen, da sind eben noch Gaps des Xetra-Marktes eben zwischen 9 und 17.30 Uhr, handelt der Xetra-Markt nur, er hat somit eine längere Pause. Hier arbeiten wir ja dann auch immer mit Gaps, mit offenen Gaps in den Livestreams und wer da eben mit dabei ist, der wird das kennen. Wir haben da auch bestimmte Indikatoren, Grafiken und da kommen eben auf der Nordseite dann auch noch ein paar offene Gaps, die natürlich auch ganz gerne geschlossen wollen werden oder geschlossen werden wollen. So. Und von daher ist es eben grundsätzlich erstmal nicht auszuschließen, dass der Markt weiter gen Norden läuft. Aber wenn, und das hatten wir in der vergangenen Handelswoche auch immer wieder besprochen, allerdings wurden diese Linien nach unten eben gar nicht nennenswert durchstoßen. Wir müssen uns natürlich auch Level raussuchen, ganz erstmal rein ohne Wertung eingetragen, jetzt hier ein Bereich. Solange der Markt oberhalb bestimmter Bereiche bleibt, also hier mal so ein bisschen konsolidiert, ja, das ist für diese sehr, sehr saubere Aufwärtsbewegung absolut nichts Unnormales und das kann jederzeit passieren, aber dann eben nimmt der Markt in dem sauberen Aufwärtsumfeld eben auch natürlich relativ zügig wieder die Aufwärtsseite auf. Aber wenn eben es anfängt, etwas zu bröckeln, wichtige Bereiche nach unten durchstoßen werden, dann wird man in der Regel erstmal zum einen etwas vorsichtiger mit Käufen und denkt oder fängt langsam natürlich an, darüber nachzudenken, auch mal in Richtung Konsolidierung zu handeln. Denn das große übergeordnete Bild, das kann durchaus
mindestens oder ohne Probleme bis hier runter auf diese Hochs laufen, selbst wenn wir hier in den Bereich 12.000 oder darunter laufen würden. Das ganz große charttechnische Bild, was wir jetzt hier sehen, was sich größtenteils aufwärts dieses Jahr aufgebaut hat, und das sind ja aktuell auch lediglich 4 Monate, da kann es durchaus sein, dass man so 2 Wochen, 3 Wochen, vielleicht sogar mal so eine Konsolidierungsphase eintritt. Und selbst wenn das eintritt, kann der Markt übergeordnet ganz sauber die Aufwärtsseite weiter vollziehen. Dann haben wir halt mal so eine Konsolidierung gehabt und irgendwann fängt der Markt wieder an, nach oben wegzuziehen. So, und was sind wir jetzt? Wir handeln natürlich oben an der Spitze hier weiter long, weiter ganz sauber long in Richtung der nächsten Widerstände. Viele, viele Kaufgedanken. Und sobald wir etwas nach unten wegkommen, wichtige Bereiche nach unten durchschreiten, dann kommt, wie gesagt, die Vorsicht für Käufe hinzu. Und dann natürlich auch der Gedanke, dass es eventuell etwas weiter konsolidierend laufen könnte, um hier gegebenenfalls dann auch mal die Short-Seite zu handeln. Was wir eben in den Livestreams auch machen, antizyklische Gedanken, dass wir hier nicht in den Livestreams mal irgendwie 2, 3 Wochen gar nichts zu tun haben im DAX, sondern versuchen dann auch die Konsolidierung etwas einzufangen. So, und dann haben wir hier den Bereich um die Marke 284, beziehungsweise ganz grob gesagt 12.280, beziehungsweise dann zusätzlich noch die Vorwochen-Tiefs, die hier im Bereich um die Marke 240 lagen, ich glaube 236 oder irgend sowas, war hier dieses Wochentief, das ist hier. Wobei, das ist, glaube ich, gar nicht mal so richtig, denn wir kamen ja hier zu Beginn der Handelswoche von unten, also ist sogar das Wochentief hier irgendwo unten. Das ist der Bereich um die Marke 170, 180, Pi mal Daumen. Und diese Zone hier unten, die ist jetzt auch für mich diese übergeordnete Zone, wo ich erstmal sage, okay, solange sich der Markt oberhalb dieses Bereiches aufhält, ungefähr 190, 180 auf der Unterseite, solange wir darüber bleiben, ist eben dieser Handel auf der Spitze das, was wir machen wollen. Immer wieder Richtung Norden, Richtung Long, Käufe, Primärkäufe und wirklich wenig Verkaufsgedanken, weil einfach der Markt, wenn er natürlich hier oben verharrt, ja, und ganz normal weiter, wie er es in den letzten Tagen immer wieder tut, aufwärts, 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 mal kleine Mini-Rückläufer hier, die wir jetzt auch aktuell ja hatten, ja, und aber immer wieder long, dann kann er hier wieder von mir aus einen kleinen Rücksetzer machen, wieder long, kleine Rücksetzer, wieder long, und solange das Bild natürlich aufrecht bleibt, handeln wir das auch. Das Einzige, was wir dann machen über die Woche, ist diese richtungsentscheidenden Bereiche irgendwann anpassen, dass wir dann sagen, okay, jetzt ist der richtungsentscheidende Bereich etwas weiter oben. Wenn wir weiter gen Norden laufen, dann passen wir den vielleicht noch ein Stück weiter oben an. Das ist das, was wir über die Woche machen. Aktuell, aus aktueller Sicht, bleibt dieser Bereich hier unten, der startet so in etwa um die Marke 230 und hier herunter bis in etwa 190, 180. Den zeichne ich jetzt nochmal ein. Ich nehme nochmal die Pfeile raus. Und somit ist es hier relativ einfach erstmal zu sagen für die kommende Handelswoche, dass dieser Bereich, das ist so eine Schiebezone, wer sich mit dem Volumenprofil auseinandersetzt, der wird auch wissen, dass hier eben eine ganze Menge Handel stattgefunden hat und somit es hier nicht unrealistisch ist, dass der Markt sich hier nochmals fängt. Aber wenn er nach unten geht, dann ist es eben dieser Punkt, wo ich sage, okay, wenn wir dann tiefer gehen, unter diesen Bereich kommen, dann kann es zum einen sein, dass natürlich erstmal 12.130 in etwa angelaufen wird, was so das nächste Widerstandsniveau vorher war, jetzt natürlich Unterstützung wird, und dass es dann gegebenenfalls, und das wäre so ein Kerngedanke hier, in den Bereich der alten Bewegungshochs fallen könnte. Und das wäre eine charttechnisch völlig saubere Konsolidierung. Und wenn der Markt dann eben unterhalb dieser 180 bleibt, dann bin ich ganz vorsichtig, dann auch vorsichtig, natürlich immer auch mit dem Blick auf die US-Märkte und die ganzen anderen Puzzleteile, die wir dann immer noch in den Livestreams mit hinzunehmen. Aber dann bin ich hier auch schon mit dem Gedanken dabei, mal vorsichtig in Richtung Konsolidierung zu handeln, beziehungsweise dann wirklich an den markanten charttechnischen Marken, wie zum Beispiel Unterstützungsmarken wie 130, hier natürlich dann auch wieder die prozyklische Seite anzunehmen, aber dann eben von dem Aggressivitätslevel einfach etwas defensiver. Und eben hinzu kommt, dass ich auch antizyklisch anfange zu shorten, was ich hier oben erstmal zumindest aus aktueller Sicht noch nicht beabsichtige. Erst, da müssen ein paar andere Anzeichen kommen, dass man dann auch mal sagt, okay, hier geht scheinbar die Kraft raus, was absolut aktuell noch nicht der Fall ist, dass man sagt, okay, hier geht scheinbar aus dem DAX so ein bisschen die Kraft raus. Wir können es auch mal an Hochpunkten antizyklisch short versuchen. Das ist aktuell hier definitiv nicht der Fall. Somit
Die Marke, wie gesagt, 190 ist so, oder diese große Zone, so für aktuell der richtungsentscheidende Bereich. Ich zeichne ihn nochmal ein, solange wir da drüber bleiben. Wie gesagt, die Long-Seite weiter aktiv, und das ist das, was wir dann in den Livestreams entsprechend machen werden, auch wenn wir ein bisschen tiefer dippen, ja, immer wieder die Long-Seite an Unterstützungsniveaus. Wenn wir das eben allerdings dann nicht halten, wenn der Markt nach unten geht, dann haben wir hier unten etwas konservativere Gedanken des Kaufes, beziehungsweise dann auch gegebenenfalls mal vorsichtige Short-Überlegungen. Sollten wir den 12.000er Bereich nach unten durchstoßen, davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus, wobei man sagen muss, wenn wirklich mal irgendwann die Abwärtsseite eintritt, dann kann das auch wirklich mit starker Volatilität vonstatten gehen, gerade weil die US-Märkte so enorm stark sind, so enorm nach oben gestiegen sind, so sauber nach oben gestiegen sind. Wenn hier einmal das Kartenhaus kurzfristig anfängt, eingerissen zu werden, dann kann das mitunter auch relativ schnell dann mal auf der Abwärtsseite gehen. Somit ist natürlich dann auch alles offen auf der Südseite. Hier unten wird es natürlich noch klarer für die Shortseite unter die Tiefs im Bereich hier 840. Das will ich jetzt allerdings gar nicht besprechen, weil es ja auch weit weg ist und dafür muss auch erstmal überhaupt das anfangen zu bröckeln. Aktuell sieht es zumindest noch nicht so aus. Wir gehen auf den US-Markt, und jeder, der natürlich hier den DAX handelt, sollte auch den S&P im Hintergrund haben. Das machen wir tagtäglich jedes Mal am Vormittag im DAX Long oder Short Livestream. Wir gucken immer auf den S&P, denn das ist grundsätzlich, und das ist nicht nur seit ein paar Wochen so oder Monaten, sondern grundsätzlich ist es der treibende Markt. Das ist für mich der Markt, wo ich am meisten drauf gucke von den Kerntendenzen, wo sich auch in der Regel der DAX nicht sträuben kann, wenn wir solch Stärke im S&P haben. Und wie gesagt, wir konnten am Freitag, wer hier im Livestream am Freitagnachmittag mit dabei war, da sind wir einen wunderbaren Long Trade nochmal eingegangen, den ich zwar nicht bis zum 39er Kurs, bis zum Schlusskurs geritten habe, aber immerhin bis gut 35. Also da haben wir wirklich am Freitag nochmal hier den schönen Long-Tag mitnehmen können. Und es bleibt hier natürlich auch weiterhin mit der Long-Seite zu arbeiten, denn wir sind hier, also ein stärkeres Zeichen, klar, das noch ein stärkeres Zeichen wäre am Freitag gewesen, wenn wir noch höher als 39 hier geschlossen hätten. Aber wir haben auf Allzeithochniveau, auf Tageshochniveau, auf Wochenhochniveau, Monatshochniveau, Jahreshochniveau, also alles, was hoch geht, da haben wir geschlossen, und das bedeutet einfach weiterhin Stärke. Und diese Stärke kann sich jetzt natürlich auch ohne Probleme weiter immer Tag für Tag, vielleicht Woche für Woche, nicht zwingend Tag für Tag, aber es können natürlich jetzt regelmäßig neue Allzeithochs folgen. So wie wir es auch schon immer mal hatten, wenn wir auf diesen Bereichen waren. Auch hier natürlich übergeordnet, irgendwann wird das Bild natürlich auch mal bröckeln. Auch hier wird irgendwann mal eine Konsolidierung eintreten. Und das ist das, was ich dann sagte. Im S&P kann das eben, oder generell in den Märkten, kann natürlich, sobald hier mal so ein bisschen durch diese Stärke, ja, also der Markt kennt ja fast nichts anderes. Wir sind ja aktuell auf einem Wochenchart, ja. Der kennt aktuell wirklich nichts anderes als aufwärts. Und wir sehen, wenn der Markt dann mal kurz irgendwie einen Dämpfer bekommt, dann ist das im Verhältnis zu den Long-Wochen teilweise wirklich etwas größere Volatilität. Das sollten wir im Hinterkopf haben. Auch hier, wo wir dann August, September letzten Jahres das letzte Mal auf diesem Allzeithochniveau waren, da hatten wir ja vorher eben dann mal Allzeithochs ausgebaut, sind hier drüber gelaufen. Irgendwann fing das dann hier auch mal an zu bröckeln, und dann kam auf einmal auch Volatilität. Allerdings hier erst dann in der zweiten Woche. Somit sollte man das hier nicht außer Acht lassen, ja, dass es hier eben dann auch mal schnell gen Süden gehen kann. Auch hier ist natürlich charttechnisch übergeordnet, klar, das ist ein Wochenchart, aber wenn wir hier in dieses Niveau rutschen, ja, das ist aktuell, wir sind aktuell im Bereich, ich sage jetzt mal ganz grob, 2950, ja, und wenn der Markt hier etwas nach unten geht, das sind lediglich 125 S&P-Punkte. Das ist, der Rückläufer wäre so in etwa die letzten 5 Wochen mal kurz zurückerobert, und dann kann solch ein Schritt, auch wenn es 5 Wochen aufwärts ging, durchaus in 1 oder 2 Wochen gen Süden gehen. Da sind wir aktuell noch nicht. Wir wollen auch weiter gar nicht großartig über Schwäche reden. Man sollte es nur immer im Hinterkopf haben. Die Abwärtsseite geht zum einen meistens schneller als die Aufwärtsseite, und es wird natürlich auch irgendwann mal eintreten. Das kann 5 Wochen dauern, das kann auch 5 Monate dauern, es kann auch nächste Woche sein. Also hier nicht, wenn es wirklich Druck auf der Abwärtsseite gibt, nicht blind
blind immer reinkaufen, sondern dann etwas konservativerer werden. Ähnlich wie wir es im DAX eben schon besprochen haben, beziehungsweise wie wir es natürlich jetzt hier auch im S&P besprechen werden. Wir gehen auf den 4-Stunden-Chart. Wir merken uns, wir sind hier halt sehr, sehr hoch. Und hier sehen wir es, 4-Stunden-Chart. Wir haben hier eben auf Wochenchart-Niveau, auf Wochenhochniveau und hier eben am Freitag eben auch auf Tageshochniveau agiert. Und wir haben hier, wie gesagt, ich kann das mal kurz reinziehen, wirklich einen sehr, sehr schönen Trade. Der hat mir wirklich das Wochenende noch so ein wenig versüßt, natürlich. Ja, ich ziehe das mal kurz rein hier. Und wir konnten hier, man sieht das, wenn wir auf den Stundenchart gehen, konnten hier wirklich noch sehr, sehr schön aus dem Unterstützungsniveau hier um die Marke 2,29, knapp darüber, wirklich die Aufwärtsseite erwischen und dann hier etwas höher als der nächste Kernwiderstand 34 habe ich dann am Freitag. Das war schon sehr, sehr spät, da war es schon nach um 9 oder gegen um 9 abends habe ich diese Position geschlossen. Und dann ging es danach dann sogar nochmal ein kleines Stück höher, aber es war hier so ein Zwischenhoch, ja, was ich sehr, sehr punktgenau getroffen hatte, dann kam es kurz zurück und dann ging der Markt hier im Prinzip weiter gen Norden. Aber das soll jetzt gar nicht hier der Kern sein. Ich wollte euch nur noch mal zeigen, dass wir natürlich auch in den Livestreams hier wirklich live traden, live Trades machen und das dann auch besprechen, begründen und dass natürlich hier immer die Trading-Wochenanalyse eine Basis dessen ist, wie der Live-Handel dann entsprechend in den Livestreams natürlich stattfindet. Wir schieben den 4-Stunden-Chart ein wenig zusammen und müssen hier einfach jetzt nur Business as usual machen. Wir müssen uns realistische Bereiche auf der Nordseite raussuchen, die einfach jetzt, ja, als nächstes angelaufen werden können. Wir waren oberhalb des Schlusskurses vom Freitag, beziehungsweise in dem Bereich, alles was gen Norden kommt, da waren wir noch nie. Wir legen ja eigentlich Zielbereiche aufgrund dessen fest, dass wir Widerstände suchen, dass wir alte Widerstände und Unterstützungen suchen. Das haben wir natürlich alles nicht. Somit gibt es verschiedene Herangehensweisen, die ich persönlich nutze, um jetzt auch realistische Ziele auf der Nordseite festzulegen. Das hängt natürlich, ich würde es jetzt ein bisschen abkürzen, das hängt zum einen mit den durchschnittlichen Tages- und Wochenschwankungen zusammen, die eben uns die ATR zeigt und gibt. Das hängt zum anderen damit zusammen, wie sind die letzten Schwünge, ja, wenn der Markt neue Bewegungshochs ausgebaut hat, wie fanden die statt? Und das können wir eben mal ganz kurz machen. Das ist eine sehr, sehr simple Herangehensweise, einfach hier aus der Vergangenheit zu lernen. Ja, hier war mal so ein Hoch überschritten, hier hat er dann ein Hoch überschritten, hier hat er ein Hoch überschritten, mal hier rüberziehen, hier hat er ein Hoch überschritten. Und jetzt überschreitet er ja quasi gerade wieder das nächste Bewegungshoch. Und was wir jetzt hier sehen, ist, dass die letzten Hochs, ja, in den letzten Wochen immer zwar überschritten worden sind, aber meistens nicht so ganz extrem. Ja? Also so richtig extremes Momentum kam nicht auf, sondern nachdem der Markt so ein paar Stündchen dann eben auf neuem Hochniveau rangierte, dann kam er entweder zurück oder lief erst mal seitwärts, kam dann zurück. Ja? Hier kam ja auch schon eine Konsolidierung. Hier kam eine leichte Konsolidierung. Immer, wenn der Markt eben kurz neue Hochs ausbaute, kamen Konsolidierungen. Wenn man das jetzt mal in Punkten sich anschaut, dann wird man sehen, dass das so in etwa Pi mal Daumen zwischen 10 und 15 Punkte war, immer neue Schwünge auf der Aufwärtsseite. Und wenn wir jetzt wissen, okay, der Bereich um die Marke ganz knapp unter 2940 ist hier der Bereich, wo wir uns aktuell befinden. Das ist der Hochbereich. Und dann haben wir den nächsten Bereich, 2950. Der ist zum einen diese 10 Punkte weit weg. Der ist als nächstes ein psychologisch wichtiger Bereich. Und von daher würde ich jetzt hier mal ganz einfach, ganz simpel hergeleitet aus der Vergangenheit, den Bereich 2950 als nächsten Zielbereich annehmen. Man kann das konservativerer machen und sagen, okay, ich will konservativer arbeiten. Ich nehme statt 50 die 48 oder 48,5. Das ist dann egal. Das kann man natürlich eben auch machen und als nächstes, Moment, das zeichne ich nochmal ein, würde ich dann hier erstmal ganz banal sagen, okay, der Bereich um die Marke 75, Moment, müssen wir dann mal hier hochziehen, wobei, ich würde nicht 75, Quatsch, der Bereich um die Marke 65, ja, wäre dann 60 bis 65 der nächste interessante Zielbereich, der angelaufen werden kann. Und wenn wir eben da oben noch nicht waren, müssen wir vielleicht in den nächsten Wochen einfach so simpel arbeiten. Zielbereiche sind ja im Endeffekt nur für Chance-Risiko-Berechnungen da, etc. pp. Es ist natürlich kein Garant, dass sie angelaufen werden. Aber wenn die Schwankungsamplitude so stattfindet, wie sie aktuell stattfindet, dann ist es durchaus realistisch, dass diese Bereiche auf der Nordseite angelaufen werden. Angelaufen, Rücksetzer, angelaufen, also weiter.
weiter nach oben, dann eventuell irgendwie ein Rücksetzer, weiter nach oben, eventuell irgendwie ein Rücksetzer und so weiter. Also das ist jetzt erstmal der wichtige Bereich, um die Widerstände auf der Nordseite festzulegen. Als nächstes müssen wir natürlich schauen, okay, richtungsentscheidender Bereich, ähnlich wie im DAX. Oberhalb welches Unterstützungsniveaus sollte hier ganz klar weiter die Aufwärtsseite gehandelt werden? Und da hatten wir eben auch hier so einen Tiefbereich, das ging nicht ganz bis 20 runter. Wir hatten hier am Freitag, war das glaube ich, ein Tief um die Marke 23 oder sowas. Wir können das mal kurz messen. Ja, das ist natürlich nicht weit weg. Das ist der Bereich, nein Quatsch, das war unter 20, das ist der Bereich 2912, genau. Diese Zone, also das ist das Tief vom 25.04. früh, das ist sogar die Nebenhandelszeit, aber das wäre mir jetzt hier in diesem Fall egal, weil das Wichtige mit diesem Tief war, dass der Markt hier quasi dieses Unterstützungsniveau, ja, was wir aus der Vergangenheit hatten, also einfach nur, ganz simpel gesagt, die alten Hochs, die alten Bewegungshochs, Konsolidierung, Hoch, Konsolidierung, Hoch, einfach nur getestet hat. Ganz klassisch Lehrbuch-Charttechnik. Ja, das ist kein Hexenwerk, was da passiert ist. Aber dieser Bereich oder diese Zone, die ist für mich jetzt erstmal aus aktueller Sicht für die kommende Handelswoche richtungsentscheidend. Das bedeutet nicht, und das machen wir dann auch, wie gesagt, immer in den Livestreams, wenn der Markt jetzt mal hier runterkommt, dann wird es zum einen interessant, okay, zwischendurch gibt es ja auch noch andere Unterstützungen, ja, aber wenn wir eben hier runterkommen, dann wird es halt interessant, wie geht der Markt hier unten mit diesem Bereich um? Es kann durchaus sein, dass er ganz kurz mal um ein paar Ticks mal da durchspiked durch diese Tiefs, um dann gleich wieder anzuziehen. Das ist natürlich nicht sofort ein Zeichen, oh Gott, jetzt dreht der Markt hier gen Süden und wir kriegen hier ein Feuerwerk für Short-Überlegungen. Nein, das kann natürlich passieren. Es wird für mich interessant, wie geht der Markt nachhaltig mit dem Bereich um? Kleinere Unterstützungsniveaus, die hier zwischenkommen, können natürlich jederzeit auch für Long-Gedanken gewählt werden. Es können auch durchaus etwas defensivere Breakout-Geschichten gehandelt werden, je nachdem, wenn man so einen Opening-Range Breakout jetzt nicht zwingend auf dem Allzeithochniveau hat, kann man das auch handeln. Wer aggressiv handelt, kann natürlich auch einfach hier, ja, wirklich die aggressivsten Überlegungen, Breakouts auf der Nordseite long handeln. Das ist meistens nicht ganz meine Herangehensweise, sondern so ein bisschen Rückwärtsgang möchte ich ganz gerne sehen, um zu kaufen. Aber da wir so stark sind, ist es hier natürlich dann eben auch teilweise vonnöten, aggressiv zu kaufen. Kommen wir dann nachhaltig unter diesen Bereich 2910, 2911, dann geht es eben erstmal noch in so einen wichtigen Bereich, das kennen wir aus der Vergangenheit. Wir haben zum einen sehr, sehr häufig mit der Marke in etwa 2900 gearbeitet und wir haben zusätzlich mit der Marke 2905 gearbeitet. Das ist diese Zone. Die ist dann auch nochmal interessant, somit ist diese Zone hier drunter, unter der 10 bis hin zur 2900, die ist so ein bisschen Niemandsland. Man kann es mal vorsichtig Short versuchen, wenn eben der Markt sich per Trigger dann wieder ein bisschen Long fängt und dann wieder über die 10 geht, dann ist das sofort auch wieder Long. Ja? Also bis 2900 bin ich dann wirklich eventuell gar nicht am Handeln, weil schaut mal, in diesem Bereich hat der Markt schon mal sehr, sehr gering hier so eine Schiebezone aufgebaut. Ja, und das ist natürlich uninteressant fürs Handeln, zumindest für trendfolgende Handlungen. Ja, weil einfach, wenn der Markt unvolatil seitwärts tendiert, ohne irgendwelche Anzeichen, dass er weder Norden noch den Norden noch den Süden ausbauen will, ist das für uns natürlich interessant. Somit ist auch dieser kleine Zone zukünftig jetzt erstmal uninteressant. Erst wenn wir hier nachhaltig darunter kommen, dann wäre das für mich ein Ausrufezeichen, dann auch hier im S&P mal in Richtung Süden zu handeln. Hier kann es schnell in den Bereich 2850 gehen. Das wäre so das nächste kernunterstützende Niveau übergeordnet. Ja, da kann es dann eben auch mal zu Short-Überlegungen kommen. Und da haben wir immerhin 40 bis 50 S&P-Punkte. Das ist eine ganze Menge. Das ist im Dow Jones sind es mehrere hundert Punkte, die uns dann dort als Chance zur Verfügung stehen. Das würde auch bedeuten, dass der DAX dann höchstwahrscheinlich erstmal im Konsolidierungsmodus ist, im Short-Modus ist. Und somit haben wir hier so die Zone erstmal um die Marke 2910 als richtungsentscheidend. Wir sind allerdings hier oberhalb von wichtigen Bereichen, oberhalb eben auch von der 920, die in der vergangenen Handelswoche wichtig war. Und wir werden uns dann in den täglichen Tagen natürlich auch noch kleinere Bereiche raussuchen, oberhalb derer wir kaufen, beziehungsweise wo wir dann eben teilweise so ein wenig vorsichtiger werden. Also das so die Gedanken zum S&P, alles etwas ausgedehnter, weil wir hier doch schon teilweise gerade im S&P Sondersituationen haben durch diese Allzeithochs. Schauen wir auf den Euro-US-Dollar und der tat uns ja auch in der vergangenen Handelswoche einen wunderbaren Gefallen, denn die angedachte Abwärtsseite, die wir hier schon seit Wochen auf dem Schirm haben, konnten wir sehr, sehr gut in einen Trade umwandeln, auch in den Livestreams getan. Wir haben hier aus dem Unterstützungsniveau, wir hatten allerdings so einen kleinen bisschen Pech
Das muss ich an der Stelle sagen, denn der Markt lief um ein paar Ticks nicht in den Take-Profit, sondern drehte vorher, führte dazu, dass wir in dem Rücklauf dann per Stop dann rausgeflogen sind, aber hier sehr, sehr schöner Einstieg auf der Südseite und ihr seht, der Markt ist eigentlich hier optisch im Tageschart exakt zum nächsten Unterstützungsniveau gelaufen, um dann hier eben von dort erstmal wieder sich zu erholen und wir lagen hier wirklich um ein paar Ticks unterhalb dieses Wochentiefs. Der Markt hat uns somit nicht rausgeholt, das ging auch teilweise am Freitag relativ zügig mit Zahlen um 14.30 Uhr und dann schnallte der Markt wieder nach oben. Das führte einfach dazu, dass wir hier in dem Rücklauf dann rausgeflogen sind. Trotzdem mit einem für den Euro-US-Dollar von der Schwankung her sehr, sehr interessanten Trade. Also das muss man an der Stelle hier auf jeden Fall sagen. So, was sind wir jetzt im Euro-US-Dollar? Wir sind weiter short angenockt. Aber wir müssen hier so ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen war auch hier mein Handeln zum einen mit einem Take-Profit. Was ich ja sonst nicht ganz so häufig mache, ja, hatte ich hier am nächsten Unterstützungsniveau einen Take-Profit. Warum? Weil einfach der Euro-US-Dollar trotzdem, auch wenn wir in der vergangenen Handelswoche eigentlich relativ schön Schwungaufnahmen in Richtung Süden, wir haben quasi hier mal wieder eine Short-Bewegung etwas sauberer absolvieren können, aber schauen wir uns eben die Short-Überlegungen aus der Vergangenheit hier mal an. Die hörten teilweise relativ zügig auf. Und wenn wir uns hier die letzten 5 orangenen Striche aktuell anschauen, dann sehen wir, dass die in etwa eine gleiche Länge haben. Also die Schwünge auf der Abwärtsseite in den letzten Wochen, das ist, oder dieses Jahr, man muss es sogar sagen, es ist dieses Jahr, die letzten 4 Monate, die sind in etwa gleich lang. Und auch hier müssen wir, oder man muss nichts, man muss an der Börse gar nichts, aber ich mache es so, dass ich natürlich dann auch auf die Vergangenheit schaue. Was schaffte der Markt? Was gab uns der Markt? Was gab es hier für Möglichkeiten? Und viel mehr als jetzt hier diese Abwärtsbewegung, diese Woche, also die vergangene Woche und die Woche davor, wo es dann eben gestartet hat, viel mehr scheint hier aktuell gegebenenfalls jetzt erstmal nicht drin zu sein. Aber wir haben natürlich jetzt hier einen sehr, sehr wichtigen charttechnischen Bereich durchstoßen, und zwar die aktuellen Jahrestiefs und die Jahrestiefs von 2018. Also, hier ist genau das Umgedrehte. Wir sind nicht wie im S&P auf irgendwelchen Allzeithochs, sondern wir sind hier auf sehr, sehr tiefem Niveau. Und das unterstreicht natürlich auch den Gedanken der letzten Monate, auch die Gedanken des letzten Jahres, eigentlich des letzten Halbjahres 2018, wo wir übergeordnet, also ganz übergeordnet, immer noch die Abwärtsseite auf dem Schirm hatten. Warum? Weil wir zum einen 2018 hier mal eindeutig abwärts gelaufen sind und auch immer wieder Abwärtstendenzen hier hatten. Und somit ist hier über ganz das ganz große Bild natürlich weiterhin abwärts. Und somit war auch hier der Abwärtstrade, auch zwischendurch immer mal Abwärtstrades, auch zwischendurch Konsolidierung, also Erholungstrades auf der Nordseite, aber abwärts. Und wir sind natürlich jetzt hier weiterhin abwärts. Wir sind unterhalb dieser Jahrestiefs, unterhalb der Jahrestiefs 2018, beides. Ja, das war hier das Jahrestief oder ja doch, das Jahrestiefs 2018. Dann waren wir mal ganz kurz Anfang des Jahres schon unterhalb dieses Tiefs. Ja, somit haben wir natürlich jetzt mit der Bewegung auch das Tief 2019 neu ausgebaut und neue Jahrestiefs ausgebaut. Somit ist natürlich dieser Bereich dieser beiden Tiefpunkte, die annähernd ja auf einem Niveau liegen, ja, minimal Unterschied, die sind natürlich jetzt sehr, sehr interessant. Bleibt der Markt darunter, ist natürlich weiterhin relativ klar die Abwärtsseite interessant und es würde auch allerdings weiterhin mit konservativeren Einstiegen ist natürlich unterhalb dieses Bereiches es durchaus hier interessant, weiter irgendwie sich die Abwärtsseite zu schnappen. Allerdings wirklich konservativ, ich kann auch gleich gerne nochmal erklären, was ich damit meine. Weil, warum ist das so? Schaut euch mal genau jetzt die andere Seite an. Die Abwärtsstriche haben wir drin, die letzten 5 orangen Abwärtsstriche. Schaut euch mal jetzt hier die blauen Striche an, die danach folgten. Und da merken wir, dass hier teilweise sehr, sehr unsauber, weil charttechnisch hier dann zum Beispiel mal so ein Hochpunkt überschritten wurde. Ja, normalerweise sagt man ja Lehrbuch, fallende Hochs, fallende Tiefs. Kam hier gar nicht, also da sind wir mal drüber gelaufen. Also das ist sehr, sehr choppy, sehr, sehr unsauber und teilweise auch sehr, sehr groß. Also die blauen Striche sind ja fast teilweise so groß wie die orangenen Striche. Und somit müssen wir natürlich hier unten auch so ein bisschen vorsichtig sein. Unterhalb dieses Widerstandes ist es relativ klar short. Da kann man auch gerne den ein oder anderen Versuch, von mir aus auch einen Hauch aggressiver versuchen. Aber es ist hier definitiv nicht auszuschließen, dass diese Erholung auch wieder etwas ausgedehnter vonstatten gehen könnte. Durchaus realistisch in den Bereich um die Marke 1,1263, was so ein interessanter Bereich wäre. Ja, so, und um dann hier wieder gegebenenfalls gen Süden zu laufen. Somit sind hier so zwei Bereiche für mich wichtig.
Da ich eh defensiv agiere, muss ich mal schauen, wenn sich Situationen ergeben, dann will ich natürlich auch unterhalb hier der 1,12 ganz grob verkaufen. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn der Markt eben auch in den Bereich 1,1263 läuft. Dann kann man hier per Trigger immer nochmal die Short-Seite wieder versuchen. Es ist einfach aktuell, ich würde hier erstmal zumindest nicht auf die Long-Seite gehen, würde hier schauen, die Short-Seite zu handeln. Und wenn die defensiveren Setups nicht eintreten, dann kann es sein, dass nächste Woche erstmal wieder gar kein Handel stattfindet. Denn wenn der Markt dann eben in irgendeiner Art und Weise verhältnismäßig sauber gen Norden läuft, so wie dann eben auch diese Erholungen stattgefunden haben, die waren ja verhältnismäßig sauber. Und irgendwann kam dann so ein Bruch und dann hat die Abwärtsseite halt hier wieder eingesetzt. Das führt einfach dazu, dass meistens hier, klar, ein Fehltritt kann hier immer mal passieren, dass doch mal irgendwie ein Trigger kommt, ja. Aber meistens hat es dazu geführt in den letzten Wochen, dass diese Aufwärtsbewegungen in verhältnismäßig so sauberer Amplitude hochgingen, dass hier erst gar kein Anzeichen für Shorts kam, sondern dann wirklich erst, wenn die Drehung stattfindet, sich das dann auch angebahnt hat mit der Shortseite. Und genau so würde ich das hier dann erstmal wieder sehen, somit die Longseite nicht, nur prozyklisch, da wir sehr, sehr shoppy sind. Nach wie vor, wir hier unten zwar jetzt aktuell leicht am Steigen mit der ATR, mit der Volatilität durch die Abwärtsseite, ja, trotzdem nach wie vor auf extrem geringen Volumen stehen und von daher sind wir jetzt vielleicht aktuell ganz knapp wieder über 40 Ticks durchschnittlich pro Tag. Das ist sehr, sehr wenig und von daher will ich hier gar nicht so die extremen Trades machen, genauso wie es eigentlich in den letzten Monaten der Fall war, auch wenn wir vergangene Handelswoche hier ein recht gutes Feedback durch einen recht guten Trade bekommen haben. Schauen wir abschließend aufs Gold. Und hier hatten wir in der vergangenen Trading-Wochenanalyse noch einen Short-Trade. Was sehen wir hier? Der Markt hat gedreht. Und hier war ja das Ziel, was hier in diesem Fall leider Gottes nicht ganz so schön angelaufen wurde. Hier war ja das Ziel, dass der Markt erstmal wenigstens in diesen 63er-Bereich läuft, wo dann auch zwischenzeitlich mal ein Take-Profit lief. Aber wir sehen, dass auf jeden Fall erstmal zum Beginn der Handelswoche Gold weiter in unsere Richtung lief. Was dann eben auch dazu führte, dass ich anfänglich den Stop, ich glaube, er lag in der letzten Woche noch hier oben irgendwo, dass ich diesen natürlich danach getrailt habe. Allerdings noch nicht hier unten irgendwie sehr extrem. Aber wir sind hier grundsätzlich trotzdem mit einem sehr, sehr schönen Trade rausgekommen aus dem Gold. Hab's dann hier leider ein bisschen ungünstig, aber mit viel, viel kleinerer Positionsgröße, weil eben hier erstmal dann antizyklisch, hab's dann hier auf der Long-Seite versucht. Schlussendlich ist der Markt auch am Freitag weiter hier mit Breakout nach oben gegangen, aber um 14:30 hier mit den Zahlen nochmal kurz nach unten gekommen, stoppte mich aus und somit habe ich hier dann eben nach dem schönen, mit großer Position, schön laufenden Abwärtstretchen mit kleiner, also sehr kleiner Positionsgröße nochmal einen kleinen Fehltritt hinnehmen müssen. Aber wir hatten da schon am Freitag im Livestream drüber diskutiert. Da fragte mich jemand, ab wann würde ich denn jetzt wieder shorten? Den Gedanken hatte ich auch bis Donnerstag. Da kam auch nochmal der Test dieses wichtigen Widerstandsniveaus 82. Ja, also hier ist der Markt am Donnerstag nochmal sehr, sehr sauber rangelaufen, zeigte hier auch Reaktion, hat dann aber am Freitagmorgen schon wieder hier oben geklemmt. Ja, also ist diesen kompletten Weg, das war ja nicht so viel, aber ist hier wieder komplett rübergelaufen, ist hier vor allem oberhalb eines nicht ganz so unwichtigen charttechnischen Bereiches gewesen und somit kam am Freitag dann gar nicht der Gedanke des Shorts, sondern hier erstmal der antizyklische Long-Gedanke. Und den würde ich jetzt auch erstmal noch einen Hauch beibehalten wollen, auch wenn übergeordnet alles weiter auf Short steht. Ich zeichne mal die Gedanken, die ich im Gold aktuell habe, ein wenig ein. Ihr kennt das, aus den letzten Wochen hatten wir hier so ein paar Schiebezonen. Mit diesen Schiebezonen hatten wir ja auch immer wieder gearbeitet. Diese führten auch überhaupt zu dieser Short-Überlegung, die wir dann hier umgesetzt haben. Das waren diese drei Schiebezonen. So, und dann war ja hier in dem Bereich hier die Short-Überlegung dann bedingt durch diese Schiebezonen gewachsen. So, jetzt haben wir hier quasi diese Schiebezone von, was ist das, Anfang April? Nein, aber ist jetzt egal, wann sie war, wir haben hier eine Schiebezone. Und in etwa die Mitte dieser Schiebezone, ich ziehe es mal bis rüber, es ist so in etwa, glaube ich, so der 90er-Bereich. Ja? Also so ein bisschen gen Norden kann das hier noch gehen. Und hier kommt so ein bisschen eine entscheidende Zone. Erstmal kann diese Erholung aktuell, die aktuell natürlich noch übergeordnet als Erholung gilt. Ja, man kann hier auch vorsichtig so eine Trendlinie mal reinzeichnen, die auch nicht ganz so unwichtig ist. Wir sind natürlich abwärts tendierend. Ja, wir sind hier erstmal mit wirklich merklichen Moves abwärts tendierend, auch wenn der ganz, ganz große Trend, ja, aus, ich glaube, Mitte letzten Jahres, wo es dann anfing, aufwärts zu laufen, der ist natürlich aktuell so ein bisschen gekippt. Also wir sind hier so in so einer Konsolidierung drin.
vom ganz großen Trend. Und diese Konsolidierung kann natürlich erstmal natürlich auch weiter nach unten führen. Ja? Aber jetzt müssen wir hier so ein bisschen weiter denken, charttechnischer Natur. Welche Bereiche sind hier so wichtig? Zum einen ist es diese Schiebezone, die für mich schon als Widerstand im Raum steht. Sprich, so ein bisschen nach oben können wir noch gehen. Fängt der Markt in diesem Bereich, können wir auch gerne schon mal rot einzeichnen, mache ich noch ein bisschen dünner, weil jetzt kommen ein paar Pfeile mehr dazu, fängt der Markt hier an so ein bisschen zu kippen nach unten, ja, dann heißt das in diesem Bereich, okay, hier würde ich es dann vielleicht auch erst unter der 82 dann schon mal wieder mit der Short-Seite versuchen. Ist aber durchaus definitiv nicht auszuschließen, dass wir hier uns auch noch so ein bisschen weiter erholen, wird hier sogar so ein bisschen den Bereich der Trendlinie annehmen, auch hier dann wenigstens wieder der Rutsch unter die 90. Kann das mal einzeichnen, wenn die Szenarien so eintreten, wie ich es mir denke, wenn wir relativ zügig drehen, vielleicht sogar vom Schlusskurs direkt gen Süden gehen, hier drunter, Moment, machen wir ein bisschen dicker, hier drunter wird es dann interessant für einen Short-Gedanken, gehen wir ein Stück nach oben, wird es unter der 90 interessant für Short, also der Markt sollte mir dann schon Bestätigung so ein wenig geben, okay, ich möchte jetzt wieder drehen, denn wenn wir so in etwa die 95, 94, 95 nach oben durchschreiten, ja, was natürlich durch den übergeordneten Longtrend auch jederzeit passieren kann, das ist so etwa diese Zone, geht so ein wenig einher mit der Trendlinie, dann kann es sein, dass wir halt den übergeordneten Aufwärtstrend wieder aufnehmen. Ja? Dass es hier dann in den nächsten Wochen wieder nach oben geht. Somit ist das wirklich jetzt hier entscheidend. Wenn Schwäche aufkommt, bin ich gerne bereit, die Schwäche nochmal zu handeln. Wenn Stärke aufkommt, bin ich erstmal noch so ein bisschen vorsichtig. Der Long-Gedanke, der ist erstmal in ACTA zu legen. Ich würde jetzt nicht versuchen, hier nochmal zu handeln, weil genau auf das habe ich gesetzt am Freitag. Ja, dass hier im Daytrading diese Stärke kommt, nur dass eben kurzzeitig vorher nochmal so ein Rutsch nach unten kam. Das wollte ich sehen. Das ist jetzt schon in ACTA zu legen. Somit bin ich erstmal hier weiterhin im Short-Modus. Erst wenn wir die 95, ja, 95, 96 hier oben nach oben durchschreiten, dann wird es hier dann erstmal übergeordnet wieder Long. Das bedeutet dann auch, dann werden wir wieder mehr nach der Long-Seite Ausschau halten. Ja. Hier drunter, wie gesagt, weiterhin Short, bedeutet, wenn wir Schwäche sehen, shorten, so mein Gedanke hier fürs Gold. Ich wünsche euch für die kommende Handelswoche nicht nur einen schönen Feiertag am 1. Mai, sondern natürlich Good Trades und Mega Trading wie gewohnt. Würde mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr dem Video hier einen Daumen nach oben gebt. Würde mich auch freuen, wenn wir uns in den Livestreams entsprechend wiedersehen. Somit euch erstmal nur das Beste und alles Gute, euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.